ist Andreas Tümmel. Ich bin Archäologe und habe hier in Holdorf auf dem Beckeesch eine mittelalterliche Siedlung ausgegraben. Wir haben mehrere Hausgrundrisse gefunden und Brunnen. Und ganz zum Schluss haben wir einen besonders gut erhaltenen Brunnen gefunden mit einer Holzkastenkonstruktion und einem Steinaufbau, der noch bis unter die Ackerkrume erhalten war. Die Baugrube ist etwa 2,50 Meter in der Tiefe erhalten. Ja, der Holzkasten hat noch so Bretter unten, ne? Also so ein Bretterboden. Ist möglicherweise als Senkkasten auch in den Boden gekommen. Und auf diesen Kasten rauf wurden dann mit Bruchstein und Feldstein, die gesammelt wurden, in Trockenbauweise der Brunnenkasten aufgebaut. Wir haben hier verschiedene Brunnentypen. Auch das Fundmaterial spricht dafür, dass wir hier eine kontinuierliche Besiedlung haben bis in die Neuzeit hinein. Den Brunnen, der hier am besten erhalten ist, den kann man in die Neuzeit datieren. Die fängt so im 15., 16. Jahrhundert an. Und das Fundmaterial, diese glasierte Irtenware, die wir hier gefunden haben, speziell, kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ins 16., 17. Jahrhundert datiert werden. Ja, also geplant ist, demnächst auch die Funde und Befunde dann virtuell im Internet betrachten zu können. Ja.